an, die sehr, sehr weit von hier stattgefunden haben. Ni hao chumua. Sensationell. Wie geil ist denn das? Ja. Schön. Peking. Das war Peking. Ich habe noch nie so viel Chinesen auf einen Haufen gesehen. Oh, wir haben ungefähr so 300 Millionen Einschränkungen, ich weiß es nicht. Wenn ich recht informiert bin, haben das 600 Millionen Menschen zugesehen. Ja, entschuldigen Sie, was will der Mensch denn noch mehr? Es ist Orlando, ja? Disney World? Well, it's interesting, yeah. To carry your music around the world. Es hat auch ein super schönes Flair an die Sendung gebracht, diese Figuren. It's very wonderful to hear this kind of music. It's very rare. Bei Mickey Mouse gibt's heute ein ständig Ei. Musik ist die Sprache, die die Welt verbindet. Verbinden die Menschen. Добрый вечер, дорогие друзья. Guten Abend zu Hause. Herzlich willkommen bei unserem Musikantenstadl aus Moskau. Ja, sie haben es clever gemacht. Ich meine, Sie waren die Ersten, die angefangen haben, mit dieser Art Musikreisen zu machen. Das ist etwas, das hat kein anderer geschafft. Deswegen kann man auch auf der ganzen Welt mit Musik kommunizieren. Good evening. May I take this opportunity to welcome all you viewers in South Africa to Musikantenstadl and my host Karl Moy. Also der Karl hat mit seinen Auslandsstadeln eigentlich nur Geschichte geschrieben. Ich finde es irrsinnig wichtig, auch für die österreichische, deutsche Kultur. Weil ich gerade den Mandela sehe, also es war schon sensationell. And it is the greatest honor and pleasure for me to be able to welcome you. To welcome you. Das ist Frieden, das ist schön. Ich glaube, dass man jetzt erst zu schätzen weiß, was dieser Mannschaft da gelungen ist. Mai, oh Mai, oh Mai. Ja, da wollte das Kamel nicht in der Sendung nicht weitergehen. Guten Abend. Liebe Stadelfreunde aus Europa, Servus! Ich bin eine sehr hübsche Moderatorin auch. Melbourne war natürlich für mich damals eine unglaublich aufregende Geschichte. Ich finde es eine große Chance, Österreich bekannt zu machen. Hey. Ah, das ist ein Temper, nicht alles! Ja, was macht denn Schatzi? Das ist unsere Chippy. Good evening, my dear. Na ja. Der hat schon Hunger, ist ja auch ein bisschen was mit. Sensationell. Nee, das war in. Da ist ja der Karl die Brücke raufgegangen. Ich kenne keine Sendung, die so ins ferne Land reist, wie es der Stadl getan hat. Da muss man schon den Hut ziehen und das hat meine Anerkennung echt verdient. Servus, liebe Stadlfreunde! War immer ganz eigenartig, die Atmosphäre, diese Schunkellieder und alle am Schiff haben geschunkelt. Das war eine super Stimmung, schönes Wetter, die Leute waren sofort dabei und haben mitgemacht. Das ist wirklich etwas, das vergisst man überhaupt niemals. Da springt einfach der Funke im wahrsten Sinne des Wortes von der Bühne zum Publikum über. Karl Moik hat durch seine strahlende Persönlichkeit viele Türen aufgemacht. Heute zum ersten Mal. Aus der Weltstadt Toronto in Kanada. Nach Toronto sind 4.500 Fans mitgeflogen. Ich meine, das sind schon wirklich sehr viele Flieger, die da gefüllt wurden. Diese Dinge habe ich also beim Stadl erlebt. Viele wunderbare Geschichten, die ich einfach nie in meinem Leben wissen möchte.